Dass Rosi Hirsch mit Ende 80 noch mal ins Kino geht, hätte sie nicht gedacht. Bei Kriegsende ist sie ein Mädchen, sieht, wie hunderte Menschen sich das Leben nehmen. Zum ersten Mal behandelt ein Film das kollektive Trauma von Demmin. Martin Farkas hat dafür 3 Jahre lang Demminer begleitet. Ich hatte den Eindruck, ich steche ein Fass an, was sowieso am Brodeln ist. Ich habe gemerkt, dass es ein großes Bedürfnis gibt, darüber zu sprechen. Das darüber, das sind die Massensuizide am Ende des Zweiten Weltkrieges. Als die Rote Armee am 30. April 1945 heranrückt, gehen hunderte Menschen in die Peene, mit Steinen an den Füßen und in den Manteltaschen. Wir müssen nicht sagen, dass hier lauter Leichen geschwommen haben oder was weiß ich alles. Meine Großmutter sagt, Rosi, komm, wir und meine beiden Geschwister, komm, wir gehen auch ins Wasser. Unser Haus brannte lichterloh. Wir hatten ja nichts mehr. Da habe ich gesagt, nee, Mami, ich bin so jung, ich möchte noch ein bisschen leben. Ich möchte sagen, nicht öffentlich oder auf Versammlung nicht, aber wir in der Familie oder im Kreis, Bekanntenkreis, hat man sich wohl schon darüber unterhalten. Doch zu DDR-Zeiten ist der kollektive Selbstmord in Demmin öffentlich ein Tabu. Es wird geschwiegen. Seit dem Mauerfall versuchen die Neonazis, diesen weißen Fleck in der Geschichte für sich zu deuten. Auch die alljährlichen Neonazi-Aufmärsche zeigt der Film. Wir wollten, dass man mit denen durchgeht und die ganzen Gefühlspalette, die von den verschiedenen Menschen in dem Film gezeigt werden, dass man sich damit schlecht fühlen kann, gut fühlen kann, identifizieren kann, ablehnen kann und vielleicht am Ende etwas über sich erfährt oder sich mit sich selber auseinandersetzt. Die genaue Zahl der Selbsttötungen in Demmin ist nicht bekannt. Mehr als 600 sollen es sein. Traumata, so haben Experten der Universität Greifswald herausgefunden, wirken bis in die 4. Generation nach. Wenn man in Demmin wohnt, ist man sowieso voreingenommen, was 45 angeht, was 8. Mai angeht. Aber ich fand es sehr gut, dass er halt von außerhalb kam, dass er keinerlei Vorurteile hatte und dass er auch linke und rechte Seite befragt hat, weil das ist, glaube ich, essentiell. Es ist ja nicht nur Demmin, was diese Tragödie erlebt hat. Das sind ja viele andere Kleinstädte und mittelgroße Städte in Deutschland. Wenn es dazu kommt, dass junge Menschen, aber auch die Älteren, sich diesen Film ansehen und sie merken, dass es damals doch Opfer-Täter-Beziehungen gegeben hat, und dass sie halt nicht von vornherein sagen, wir Deutschen sind nur die Opfer der Geschichte, dann ist das, glaube ich, ganz wichtig. Demmin steht stellvertretend für viele Städte am Ende des Zweiten Weltkrieges. Der Massensuizid, sagen Zeitzeugen wie Rosi Hirsch, dürfe sich niemals wiederholen. Martin Farkas tourt jetzt mit seinem Film bundesweit durch die Kinos und hofft, dass die Zuschauer an seinen subjektiven Blick andocken und sich mit ihren unterschiedlichen Erinnerungen auseinandersetzen.